Bevor es jetzt mit Starbound weitergeht, muss ich nochmal kurz beichten, dass es mal wieder technische Probleme gab. Bei mir war es das Problem, dass ich den Ingame-Sound aus Versehen auf jede Audiospur gelegt habe. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, nervt nur etwas beim Schneiden. Das war auch der Grund, warum ihr vielleicht in der letzten Folge manchmal den Ton nicht zu 100% passend gehört habt. Das war zwar immer nur so zwischendurch und für ein paar Sekunden, aber vielleicht trotzdem etwas nervig. Und bei Shan im Stream gab es auch leider ein paar Probleme, weswegen es seine Sicht jetzt auch leider erstmal für die nächsten Folgen nicht mehr geben wird. Das Problem ist jetzt auch, dass uns das leider nicht direkt aufgefallen ist und wir schon ein paar Folgen direkt am Stück aufgenommen haben. Ist zwar etwas ärgerlich, lässt sich jetzt aber leider nicht mehr ändern. Bis zur nächsten Aufnahmesession werden wir aber alles gefixt haben und dann sollte auch alles wieder laufen. Wenn es dann soweit ist, werde ich es aber auch nochmal in der Folge ansprechen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem Spaß an der zweiten Folge von Starbound. Weiter geht's mit Starbound. In der letzten Folge konnten wir ja noch gerade so von der Erde fliehen, nur um dann hier am Hunger zu sterben. Ja, wir brauchen dringend eine verlässliche Nahrungsquelle. Ah, okay, wir brauchen 25 Holz, 4 Kupfer und einen Farn für eine Feldspitzhacke. Die Frage ist, macht das so viel Sinn, jetzt sich hier so dickste aufzubauen? Weil ich weiß halt nicht, ob es dann die Mainbase hier und so wird. Weißt du, wie ich meine? Guter Einwand. Ich glaube, unsere Mainbase wird immer das Schiff bleiben, was wir weiter ausbauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gerade bei der Quest. Aber gibt es dann mehrere Welten? Also nicht, dass wir dann die Welt hier verlassen und uns dann wieder so ein bisschen wie bei... wie hieß das Game? Wie bei... das Game, was ich hatte, wo du gesagt hast, das wolltest du auch mal ausprobieren. Icarus. Nicht so wie bei Icarus, das weißt du, wie ich meine. Kann sein, dass es hier so ist. Aber ich denke, erst machen wir trotzdem, weil unsere Quest ist ja jetzt hier 20 Fragmente zu sammeln, die irgendwo unter der Erde sind. Okay. Ich denke mal, wir werden nochmal verhungern, wenn das passiert. Also, bis wir das haben, meine ich. Das ist schon recht. Die Viecher sind auch asozial stark. Ich mache hier mal ein bisschen Terraforming und bereite hier mal ein bisschen was fürs Haus vor und für den Garten. Okay. Es regnet. Keine Erde mehr. Ist einfach so ein kleines Pokémon hier. Eine Mischung zwischen Emolga und Mimikyu. Ja, die Viecher sehen alle aus irgendwie wie Pokémons. Also ich bin die alle am Töten und währenddessen sehe ich so meine Kinder einmal vorbeiziehen. Wie sieht es denn bei deinem Hunger aus? Ist noch alles gut oder schon wieder knapp? Ja, da passt Hälfte so. Ja, okay. Das passt noch. Oh nee. Oh nee, das sind zwei starke Viecher. Ja. Und jetzt brenne ich. Oh shit, du hast nicht viele Leben, nein. Ich bin explodiert. Egal, du kommst einfach mit dem Schiff wieder runter hier. Ja, ich bin aber explodiert. Da muss jeder mal durch. Okay. So, dann. Beam down. Beam to lowout. Das mach ich jetzt. So, ich hab mal hier so 200 Erde geopfert, aber mal eine gerade Fläche gemacht. Oh, moin. Moin, moin. Moin, moin, ihr Halunken. Gut, dann. Das brauchen wir 4 Kupferbarren für. Ich bin gleich wieder da. So. Jo. Ah, hab ich dann den ganzen Stuff. Nee, ich verliere meinen Stuff, ne? Ja, ich verliere meinen Stuff. Ja, aber den gibst du einfach wieder. Hier ist eine Kartoffelkreatur. Das Game verwirrt mich. Timber. Sichtlich. Ja, mich auch. Ich muss auch mit den ganzen Menüeinstellungen zurechtkommen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Okay, gut, dass du sagst, weil ich dachte, ich bin der Einzige. Nee. Wir müssen unser Haus bald mal vergrößern. So, String, Craft. Also ich bin hier gerade so am Micro, ne? Ich mach die alle so nass, aber ich krieg halt auch so viel Schaden. Mir geht's nicht mehr gut. Okay. Sieht zwar nicht so schick aus, aber ich mache mir einfach mal überall Feld hin, solange es noch regnet. Das ist direkt bewässert, wie es aussieht. Okay, ist nur die Frage, wo wir zuverlässig Samen herbekommen. Also ich bin noch gar nicht gestorben, das möchte ich nur mal anmerken. Na, dann ist er gut. Also ich bin noch gar nicht gestorben. Ach so, hübsch. Ja, okay. Ich bin schon wieder gestorben. Kann ich darauf geachtet. Okay, vielleicht kriegen wir zuverlässig Samen, wenn wir ernten. Das wäre natürlich sehr gut. Okay. Holznachschub sollte jetzt auch irgendwann ankommen. Ich habe ein paar Bäume gepflanzt. Perfekt. Ich versuche nur meinen Stuff zu getten, dann würde ich auch zurückkommen, aber. Das ist, ich weiß nicht, wie findest du die extra Fähigkeit da am Rechtsklick? Boah, noch nicht so wirklich viel benutzt. Ich bin mir ganz schön sicher, dass es im Laufe des Games bessere geben wird. Ja, auf jeden Fall. Okay, meine Lebensleiste geht's fantastisch. Ich lebe. Nicht mehr. Soll ich dir helfen bei den Sachen wiederkriegen?
Das wäre fantastisch. Ich komme nicht voran. Ich glaube, das ist Nacht, deswegen spawnen so viele ekelhafte Kreaturen. Das könnte sein. Buongiorno. Moin, okay. Der Mann spielt Farming Simulator. Ja, ich will nicht nochmal verhungern. Let's go. Okay, hat man eigentlich eine Karte oder so? Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe schon M gedrückt, hat nicht funktioniert. Ja, gut, dann. Ja, können wir nicht machen. Oh, jetzt rasieren wir richtig durch. Ich meine, ich bin ein Krieger, davon kein Line-Up ausgebildet worden ist. Oh, wer ist er denn? Das Kartoffelmonster. Wie viel Schaden machst du pro Linksklick-Shark? Linksklick? 6 auch, oder? Ja, Alter, wie stark war der bitte? Ja, der droppt nochmal 3 kleine Kreaturen. Okay, nächste böse Kreatur. Hab da nicht hoch, sehr gut. Oh, okay, nichts gesagt. Das ist so asozial, ey. Okay, es wird aber Tag langsam, dann spawnen nicht mehr diese Kreaturen, die sind richtig böse, der über uns. Macht er was? Okay. Der macht was. Ah ja. Ach, sehr gut. Top. Oh, ich habe Reis gefunden, Reissamen. Okay, ich würde jetzt mal zurückgehen. Klingt gut. Ich brauche noch ein bisschen Holz, ich komme gleich hinterher. Jawohl. Okay, ich glaube, diese Mission, die wir hier haben, die wird nicht so einfach sein. Ich glaube auch nicht. Also wahrscheinlich schon, aber nicht für uns. Genau. Okay, kann man da jetzt direkt die Samen anpflanzen, oder? Das werden wir erstmal testen. Also es ist bewässert durch den Regen. Deswegen habe ich es einfach dahin gehauen erstmal. Ich habe hier auch nochmal Reis gefunden. Okay, ich hab einen Samen eingepflanzt. Ich auch. Perfekt. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal. Was kann man hier noch so Feines machen? Okay, Pistolen schießen, ohne dass man Munition einladen muss, glaube ich. Ja, klingt stark. Wir ordentlich Iron brauchen wir dafür. Hast du schon irgendwo eine bessere Spitzhacke gesehen? Oder halt Laser-Ding? Nee. Nee, leider noch nicht. Nee, noch nicht. Also ich... Breathing EP, was ist das? Okay, es wird scheinbar Places geben, wo wir keine Luft bekommen. Ach. Und wir können die ganzen Forges hier auch alle upgraden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Oh, nee, noch nicht. Vielleicht zu höherem Tier, dass wenn du eh draufklickst, einfach ganz oben vom Menü, das du geöffnet hast, da steht nochmal Upgrade. Vermute mal, dass wir dann neue Rezepte und so freischalten. Okay. Der Treppenbauen klappt ja super. Das ist der Masterbauer hier. Perfekt. Ja, noch nicht ganz. Wie verschiebe ich denn Sachen in meiner Hotkey-Leiste da oben? Ich glaube, du musst mit dem Maus draufklicken. Oh ne. Ja, gute Frage. Okay, mit Rechtsklick tut man sie wieder ins Inventar packen. Okay, Dirt ist ein Block, mit dem können wir ganz entspannt bauen. Okay, wie sieht's mit deinem Food aus? Ja, ist bald wieder vorbei mit mir. Oh, okay. Ich hab zwei Dinger dabei. Zwei Fleisch, wir können die jetzt splitten. Das ist sehr gut. Aber jetzt muss ich diesmal auch aufpassen, dass ich es nicht fresse. Okay, wie droppe ich es dir jetzt? Also sonst zieh's mal aus dem Inventar raus. Jawohl. Und dann versuch mal Kuh, ich weiß nicht. Und dann Kuh. Oh ja, direkt in den Dreck geworfen, danke. Perfekt. Ja, das ist sehr gut. Hier ist man es einfach in die Hotbar oben. Die Frage ist, wenn wir jetzt einfach straight runterbauen, ob wir dann auch Ohr finden, so ein Scheiß. Ich denke mal schon, so ein Elevator bauen. Genau, so in Minecraft. Unten Wasser platzieren und dann passt es. Ja. Ich probiere das mal aus. Jo, mach das. Ah, ich bin in der Höhle gelandet. Das ging ja schnell. Oh ne, hier sind böse Kreaturen. Fuck, mir fällt gerade auf, dass ich kaum Leben mehr hab. Oh shit, kommst du wieder raus? Nee, ich bin sowas von tot. Ich glaube, ich kann dir da nicht helfen. Fallschaden gestorben. Oh, nice. Okay, die Höhle ist ziemlich tief. Und hier sind noch ganz böse Viecher. Ich bin dead. Shit. Ich bin gerade eine riesen Passage runter. Ey, das ist richtig groß. Oh nein. Jo, das ist riesig dort unten. Und ich habe gerade einen Block wieder platziert. So,
So, jetzt kommt's raus. Okay, super. Ich nehme an, da sind noch Monster ganz viele, ne? An Monstern scheitert es nicht. Ich glaube, okay. Es scheitert daran, dass es so tief runter geht. Scheitert halt vor allem am Fallschaden. Jetzt brauche ich irgendwas zu machen hier. Fisch. Vielleicht können wir uns eine Angel herstellen. Okay, ich habe es dieses Mal überlebt, weil ich mich runtergebaut habe. Pfeifelt. Okay, wir können uns eine Angel herstellen, brauchen dafür aber Titan. Okay, jetzt hört sich eine... Was ist das denn für ein Viech? Dieses Viech habe ich noch gar nicht gesehen. Das sieht aus wie eine Metallspinne. Oh Gott. Ey, das Spiel macht mich nicht fertig. Okay, die Metallspinne kann schießen. Das klingt nicht so gut. Wir brauchen auch mal irgendeine Range-Waffe, glaube ich. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir wieder an Essen sterben. Also ich bin schon wieder fast auf Verhungern. Ja, ich sterbe die ganze Zeit, deswegen bin ich voll. Das ist der Five-Head-Move. Okay, ich brauche mehr Fackeln. Okay, das ist schon eher nicht so Terraria-like, sondern eher so, also von der Kamera, ja, Terraria, aber so vom Optischen eher so ein bisschen, vom Spielweise eher so ein bisschen Minecraft. Ja. Würde ich jetzt mitgehen. Ich habe eine neue Waffe gefunden in der Chest. Oha. Was hast du bekommen? Ein Techluck Warden Hawk. Macht Fire Damage, 10 Damage per Swing. Swingt aber ganz schön langsam. Ich hab keinen Plan, was das ist, aber klingt gut. Hört sich okay an. Nee, das ist irgendwie richtig kacke. Okay. Ich muss das Ding aufladen, um dann zu schlagen. Ah, okay. Ja. Willst du mir noch irgendwas sagen, bevor ich jetzt wieder sterbe? Du bist am Sterben, nein. Weil wieder verhungert. Eieiei. Aber du kriegst von Mobs wirklich Food. Also musst halt nur viel töten. Okay. Na, ich hab einfach deinen Trick verwendet. Das war ganz asozial. Also, was soll das heißen? Das waren deine Worte. Ja gut, hast recht. Und weiter hier schön am Meinen. Und alle Ärzte mit. In der Hoffnung, dass sie uns viel bringen. Moin. Moin, Messer. Schau dieses Ding hier. Warte, gerade im Crafting-Menü, ich gucke. Oh, was ist das einfach? So eine Zweihand-Axt. Ja, nee, Einhand ist das sogar. Oh, wow, gut durchtrainierter Junge. Ja. Alles wegen den Wookies sicher. Bin tot. Oh, Mann. Oh, das ist schwierig, da an die Sachen wieder ranzukommen, weil das so tief runtergeht. Bock missgebaut, ey. Das Game ist auf jeden Fall nicht easy. Kann man sich durch diese Stairs dann auch fallen lassen? Weil ja, du musst Leertaste und S, genau. Ah, das kann man hier auch, okay, cool. Kann man das aber auch nach unten, ja? Halt daraus einen Weg machen, wie in Terraria, dass du halt immer so abwechselnd platzierst. Da verbraucht ihr echt schnell Ressourcen. Die Waffe ist so Arschritze. Also ich weiß nicht. Ob sie ist nicht fürs Holzhacken oder so hervorgesehen? Das ist ja bodenlos. Oh Mann. Ich glaube, da komme ich besser bei rum, wenn ich mit den Händen draufschlage. Hast du ein Schwert noch, ein altes, ja, ne? Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Gut, immerhin. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht daran liegt, weil es eine Einhandwaffe ist, dass man halt noch ein Schild nebenbei tragen kann. Okay, einer Sache bin ich mir fest entschlossen, wir sollten auf jeden Fall nicht mal allein in die Höhlen runtergehen. Und echt nett easy. Okay. Wie läuft's bei dir? Was machst du? Ja, ich komme gerade oder versuche gerade mit der Baumechanik klarzukommen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es hier solche Hedge-Frames gibt. Also einfach so, ja, Falltüren. Irgendwie passt das jetzt alles nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie findest du das Game bis jetzt? Mir macht's Spaß. Okay, ich habe gerade irgendwie so ein Seil entdeckt, das ist ziemlich OP. Ein Seil? Aber ich habe es verloren. Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Top. Jetzt bin ich mit dir hier unten irgendwie in einem dunklen Loch drin. Nein. Oh, mein Weg nach oben ist weg. Man kann sich das Inventar herstellen, sehr gut. Wie benutze ich das denn jetzt? Warum ist die Musik auf einmal weg? Keine Ahnung.
Feld, weil ich das Gebiet gechanged habe da. Ach, du kannst auf jeden Fall ein Seil herstellen. Damit kommst du wieder raus. Das ist so eine Art Grappling Hook. Oh. Aber verbraucht sich. Ah, okay. Dachte schon, das hat sich richtig geil gerade angehört. Ah, fuck, ich bin schon wieder in dieses Loch gefallen. Oh, du hast hier. Oh, geil. Das sieht richtig fresh aus. Als nicht mal draußen steht. Guck mal, ich crafte dir mal was. Vielleicht kommst du damit besser wieder runter. Warte, wo war das jetzt? Hier, Rope. Stell ich mal ein paar her. Vielleicht ist das die Rettung, was du mir jetzt vorschlägst. Hab's gedroppt, hoffe ich. Und die kann ich nur einmal usen, richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's noch nicht ganz rausgekriegt, aber du kannst dich damit an die Wand hängen und dich dann hoch und runter ziehen. Okay, das hört sich cool an. Alter, das ist so insane schwierig. Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, ich glaube einfach, dass ich hardcore scheiße bin. Ich habe aber noch die Enterhaken. Sehr gut. Aber diese Waffe, die ist ja wirklich bodenlos. Magst du mal ausprobieren? Ja, nee, danke. Okay. So ein Versuch wert. Ah, hier, ich habe was gefunden, was glaube ich ganz gut ist. Habe ich im Inventar, warum auch immer, behalten. Und zwar hier und dann Q. Eine Truhe? Oh ja. 24 Items, ja man. Die ist besser als die ich hier hergestellt habe. Truhen sind ja da drei Blöcke groß. Ich dachte, die wären nur zwei Blöcke groß. Egal. Wird's dann doch ein bisschen hässlicher. Perfekt. Ja, never mind. Also wirklich. Scheiße. Ich weiß nicht, hast du ja Zeit? Magst du mir kurz helfen? Na klar. Wollen wir erstmal einen Weg runterbauen? Ich weiß ja nicht, wie machen wir das? Also wie hast du dir das vorgestellt? Einfach mit der Spitzhacke. Ach so meinst du, einfach straight drunter buddeln, oder was? Ja, versuchen wir. Okay. Da kann man keine fucking Hand setzen. Also ich drehe mir kurz eine. Jo, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ich bin mal wieder am Verhungern. Nein, oder? Scheiße. Ja, aber nicht, dass du dann unten stirbst, weißt du? Das wäre halt blöd. Weil da an die Sachen ranzukommen ist schwierig. Das wird schon. Wollen uns erstmal hier so einen kleinen... Erstmal falscher gekriegt. Das ist also ein kleiner Weg. So, das war's aber erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dem kleinen Audioproblem und Schanz fehlender Sicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge beim Versuchen, Schanz verlorene Items wiederzukriegen.